Was geht ab? Weil Jordan ist auch nicht gefaked. Weil Diet. Nämlich, hier gibt's schön zu verlosen. Jeder 1759. Zuschauer kriegt sie. Vielleicht auch nicht, Fatty Rob. No shanks, no gain. Hin und her, Merkel-Raute, ich will ans Meer. Wirbelwind, wie heißt das Lied bei 050? Dank im Voraus, for the answer. Du hast ja gesagt, danke im Voraus, aber ich krieg dir leider keine Antwort. Dass du mal lernst, mal wach wirst in deinem Leben. Das ist von Fatty Rob, engen Cover. Falls du, das hast du ja vor 3 Monaten geschrieben, falls du das wissen willst. Lorenz Götz, abonniert meinen Kanal, ich mache keine Videos. Alter Schwede, dieser Lorenz Götz, Digga, er ist so abgefuckt, krass, Mann. Diese Videos, die hauen sich einfach um, Digga. Krasse Scheiße, Mann. Digga, ich muss gleich mal ein Abo da lassen. Witzige Basis. Sid 22. Moin Gio, du geile Hure. Alles klar, soweit? Sag mal, wie bist du genau auf YouTube gekommen? Und dein Bruder hat safe nur Orangene. Also, wie wir auf YouTube gekommen sind, gar nicht, YouTube ist auf uns gekommen. Wir waren in der U-Bahn, Alberto, kleine Schlägerei, bub, bub, Flying Uwe saß in der Ecke, hat geweint, dann kam Pole Maria, hat auch geweint, Sascha hat geweint, Dima, alle haben sie geweint, Leon Macrea hat auch geweint, weil Chinese. Und dann bin ich da rein und hab gesagt, Leute, was ist hier los und so. Und dann alle, ja, wir sind YouTuber und so, wir weinen viel, weil das ist so Basis. Und dann hab ich gesagt, wir können doch nicht alle weinen und so, ne? Da können wir nicht angehen. Und dann haben wir kurz mal Kickflip, Backflip, Bob, Bob, heißt die ganzen Zug auseinandergenommen. Und dann hab ich gesagt, willst du nicht zu uns kommen? Dann hab ich gesagt, Digga, müssen wir überlegen, ne? No chance, no gain. Ja, und dann bin ich so zur U-Bahn-Führer gesagt, Digga, kannst du mich mal anhalten, ich muss mir ganz kurz was klären. Aber auf Mafia-Basis, weißt du, bin hingegangen und hab gesagt, yo, U-Bahn-Fahrer, kannst du mir anhalten, ich muss das klären. Wir sind auf YouTube gekommen, lange Geschichte, ich habe Uwe kennengelernt, ich war mit Uwe, seinem Cousin, das war mein bester Freund. Und dann waren wir auf dem Geburtstag, habe ich Uwe nicht lange beachtet, weil jeder, weil ich weiß nicht, jeder kennt das, oder ihr kennt das vielleicht nicht, aber jeder YouTuber wahrscheinlich kennt das, die ganzen kleinen Missgeburten kommen angelaufen. Oh ja Gott, oh Gott, du hast YouTube-Video gemacht, du bist so der Hammer, du bist so ganz weit oben. Und ich habe einfach hingegangen und gesagt, moin Uwe, Digga, was los, so wie ich bin, weil interessiert mich nicht, wer die Leute sind. Entweder Charakter-Scheiße, Typ-Scheiße oder nicht, sympathisch, gut. Rechne ich Uwe hoch an, hat er gesagt, Digga, weißt du was, du musst auf jeden Fall bei uns in die Agentur kommen. Ich hatte damals noch so eine komische Comedy-Show in Hamburg. Wie gesagt, habe ich Uwe zu verdanken, dass ich YouTube mache. Rechne ich ihn auch hoch an und weiß er auch. Also, Uwe hat viel für uns gemacht. Gio, Digga, Hammer-Videos, mach weiter so. Du hast Schnapp, Schnapp. Falls ja, gib mal deinen Namen im Video bekannt. Was erlauben, Giovanni? Ich habe fertig. Ja, das verstehe ich nicht mal. Ja, auch nicht verstanden. Jo, du hast gefragt, ob ich Schnapp-Schnapp hab da oder Schnipp-Schnapp. Hab ich überhaupt nicht den Scheiß. Ich kann nicht mehr mit Facebook und WhatsApp rum. Was soll ich mit Schnapp-Schnapp? Das ist überhaupt nichts für mich. Ich kann nicht mehr Videos schneiden, Alter. Und dann sollte alle 30 Sekunden da Schnapp-Schnapp holen. Außerdem habe ich so einen Missgeburtenvertrag von Vodafone, die Wichser. Alter, wo ich da alle 25 Minuten dann mal wieder meine Internet-Flat verlängern lassen muss für 33,50 € die Minute. Also von daher, ich hab keinen Schnapp-Schnapp. Hab ich auch keine Zeit für. Interessiert mich nicht. Fast Five Driver. Ich gönne dir den Erfolg. Mich würde mal interessieren, was dein erstes Auto war. Ach ja. Und klatscht deinem Bruder von mir oder fick ihn in den Arsch. Liebe Grüße aus Goslar. Ich werde den Arsch ficken. Komm her, das müssen wir jetzt sofort machen. Also mein allererstes Auto war ein Fiat Cinquecento mit, weiß ich gar nicht, Alter, 40 PS oder so. Ein Zweitürer. Von meinen Eltern geschenkt gekriegt zum 18. Weil vorher bin ich immer ohne Führerschein gefahren. Was mir ganz wichtig ist, Leute, schreibt mir noch mal auf Facebook oder in die Kommentare, wie auch immer, was wollt ihr mal wieder Günther Machts oder Diet oder was auch immer. Haut mal rein. Was man nochmal machen kann, Challenge, klar soweit, da, hier, sagt mal, was ihr wollt. Schreibt mir die Kommentare, ich will 100 Kommentare haben, Leute. Bap, 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 von mir aus auf Facebook, schreibt mir hier meine WhatsApp-Nummer 01728 und dann machst du das so, tschüss, weißt du? Nee. Tschüss. Das war's!